Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück zur WWE 2K16. Unser Turnier. Mit dabei ist wieder Onkel Gamer Shakepe. Das tiefe schwarze Loch ruft: Hallo, Freunde! Warte, wir hören dich Freunde! nicht. Bist du tief? Freunde! Du musst das so machen, Onkel. Hallo, hallo, hallo. Ich bin hier Hört mich jemand? unten, Hört mich unten, jemand? unten. Ich bin hier unten, unten, unten. Könnt ihr mich hören, hören, hören? Kein Problem, Onkel. Der nächste hau ich dir jetzt auch noch raus, dann fällst du noch tiefer. Noch Oh, sehe ich Licht, herrlich. Licht, Licht, Licht. Licht, Licht. Mach ich gleich mit. Nee, kein Problem. Ich würde sagen, wir drücken mal 4, okay? Ich habe jetzt gerade mal richtig Was Bock. hast du gesagt? Gesagt, Die gesagt. Okay, also dann Viereck. Habe ich schon. Wow, ich hab mal einen. Geil. Der freut mich jetzt ein bisschen. Und vor allem direkt beim ersten Klick mal einen, den ich noch nicht angewählt habe. Yeah! Ah, herrlich, ich bin so voller Elan. Ich werde dich zerfetzen, zerlegen. Du bist dran. Oh, Kann ich schon X ich schreibe auch drücken? mal ein. Nee. Was ein? Du zählst bitte runter. Wer kommt auf die Abschussliste? Liste, Ja. Liste. Liste, Damit der Onkel alles bekommt und der Schall Okay, dann zum 3, Gehörgang 2, kommt. 1, zeigen! Jo. Oh, Den nicht? Wen hast du? Mann, kannst du nicht mehr X drücken? Ist so weit, so weit. Der Pillemann! Jan Pillemann Otze, Jan Pillemann Otze, Asch Jan Pillemann Otze, la la la. Kennst du das Lied? Nee, so ein Scheiß hör ich mir nicht an. echt nicht? Boah, das sind allen Schlager. Ich hab auch, du weißt, denkst an nichts Böses, kommt, bist du dann in so eine Disco und auf einmal geht's ab. Jan Pillemann-Otze, Jan Pillemann-Otze, ich konnte nicht mehr vor Lachen. Und ich hab mir gedacht, wo bin ich hier? Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Hat aber nicht geklappt. Ja. Oh, der sieht ein bisschen aus wie der Transporter. Jason Statham, ne? So ein bisschen. Und deiner, der sieht, der hat weiß hochglänzende Zähne, ist der Wahnsinn. Ja gut, dann geht's los. Boah, der Ach, ey, was ist denn mit unserem entschuldigung. X hier, du Ja, kleiner, ich hab's weißt du, vergessen. der Onkel, der muss wieder aus der Party aussteigen hier. So. Kriegt der Onkel aber ordentlich mal einen drauf hier. Erstmal hier, das war jetzt Entschuldigung. für den Dropkick. Ja! Ach, das So, wird's besser, oder was? jetzt sind wir wieder quitt. Nö, das war die Rache. So, komm. Ah, geht nichts mehr, okay. Oh, der hat aber ganz schöne Pakete, du mein lieber Mann. So, der Pillemann. Aber ich glaube, mit dem gewinne ich, weil ich finde den gut. Also, ich mag den. Der hat beim Royal Rumble, wo ich geguckt habe, da hat Big Show rausgeschmissen, ich weiß. Nee, das meine ich, nee, das weiß ich gar nicht. Nee, der nimmt einen immer so an die Beine und dreht sich dann im Ring so ein paar Minuten. Das war witzig. Ja, kein Witz. Das waren bestimmt 3 Minuten, 3 bis 4 Minuten. Aber ich weiß, die Leute, die ich mag, die werden ja meistens rausgekickt von dir. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen Du hast aufpassen. aber trotzdem gerade einen Lauf, von daher denke ich mal, ich kicke hier gar niemanden Ach so, raus. ja, gut, das kann sein, ja. Ich hoffe, der macht den Move auch, dass ich dich so packe und dass ich dich dann sozusagen dann damit durch den Ring schleppen kann. Ah, schade, schade. Ah, komm her. Na, lässt du mich reinsteigen? Okay. Sehr nett. Sehr nett von dir. Ah, super Dropkick gemacht. Super Dropkick. Ja, und jetzt, was machen wir jetzt? Noch so ein Ding. Ah, okay. Oh, der macht einen Pin dabei. Okay, er kommt raus. Okay. Oha. Ah. Dropkick, habe ich keine Chance. Boah, schön ins Gesicht geschlagen. So richtig hat's geklatscht, hat's. Und da fliegt der Kleine.
Ach, scheiße. And there's the reversal from Brian Pillman. When you talk about Cesaro's offense, you're talking about a European machine. Wow. Hat aber auch gute Moves drauf. Ja klar, ich habe keinen Dings mehr. Ja, der hat coole Moves drauf, ne? Guck, Genickbruch, geil. Nicht schlecht. Ja, ich komm mal rein. Ey, sei mal nicht so gierig, ich bin da schon da. Und Body Slap! Bam! Da knallt's richtig am Boden, du. Da knallt die Matte, du. Ey, Matador. Oh, er kommt wieder raus. Scheiße. Ah, langsam hast du dich aber wieder ein bisschen reingelebt hier, hä? This match could be over sooner than anyone could have anticipated. Yeah, Cole, this is when you have to settle things down. Get the blood flowing back in your body and strategize what your next move or your next form. Meine Fresse, es klappt einfach nicht, was ich vorhab. Das ist so nervig. Warum, was hast du denn vor? Sag ich dir doch wohl nicht. Sag doch mal bitte, wir können doch über alles reden. Ich habe schon richtige Abdrücke auf meiner Brust. Habe ich die abgeblockt? Achso. Oh, das tut weh und das tut weh. Bong. Und jetzt nochmal. Ja, der ist geil, an den Beinen. Bong. Oh, mit Cover? Nee, doch nicht. Ich habe nicht gedrückt, Kreis, okay. Okay. Hä? Wow, geht das überhaupt, einen so zu packen? Dann wären die Aktionen nicht da, wenn die nicht wirklich schon mal ausgeführt worden wären. Wow, geil. Das war ja geil. Total hast du toll. Das gesehen? Ich hab die einfach hochgeworfen. Nee, ich hab gerade in die Decke geguckt. Ich hab nicht. Oh, geil. Macht er den? Ja! Nein, macht er nicht. Oh, schönes Gerät. Hättest du den Signator am Fuß ansetzen müssen? Ah, du kommst aber schneller raus, ey. Das ist ja gruselig. Okay, dann mache ich den Signator an deinem Bein. Ich möchte dich nämlich so drehen. Ich habe an die Decke geguckt. Hast du das gesehen? Nee. Oh, so geil. Ich habe an die Decke geguckt. We might be seeing the beginning of the Ah, was war das? Tremendous move. Ah, einen hässlichen Dropkick hast du mir verpasst. This one's not over yet. We've seen plenty of people come back from being in dein Finisher, oder was? Natürlich. Mein Gesicht schlag. Natürlich. He lands the strike with great accuracy. Mann! What a shot. That did some serious damage. You can't take too many of those and expect to be in the match much longer. Nobody home there. Oh, bin förmlich in deine Beine reingesprungen. Ach jetzt, ey. You're not doing any damage with swings like that, but keep doing it. The freeze may give him a cold. Ja, jetzt habe ich dich. Gar nicht, jetzt habe ich dich endlich. Oh, das habe ich die ganze Zeit probiert. Ja, kaboom, mein Freund. Komm ran, du Sappen. Du bist sehr erschöpft, ey. Scheiße, ich kann nichts machen. Ich habe keine Abwehr. Ich habe keine Abwehr! He's got to be vigilant about not taking any more damage to the neck. When this guy's on, look out. Ach, ja. Komm jetzt, ey, Mann. Ah. Was ist das für eine Scheißattacke? Kann da nichts gegen machen. Das nervt mich so. Brian Pillman seeks out a big move here. Oh, mach was, mach was. Lade dich ab. Na. Oh, endlich, ey, Mann. Du bist ja wahnsinnig hier. Schön. Ja. Aua, Kacke. Oh, jetzt geht das wieder los. A man with immeasurable power.
If you're Cesaro's opponent, this has the potential to end badly, very badly. Go. Macht jetzt? Right. Hey, did you look before firing? What an idiot. Knocked the breath out with a crushing kick to the gut. Ah. Dreckig. Ich habe keine Ausdauer mehr. Der Typ ist fertig mit der Welt. Ja, da kannst du nichts machen, ey. Da geht nichts mehr. Scheiße. Hat schon zwei Finisher, der Sack. Just makes perfect and takes it in a completely new direction. No kidding. Over and over, the same new direction. Was ist mit dir los? Ja, nix, ich kann nichts machen. Man, oh man, did he fuck. Na, Gott sei Dank. That was wild indeed. Good thing we're over here. Hey, he's going for it. Ah, yeah. Fuck. Du ein Drecksack. Wahnsinn, echt jetzt. Ey. So, jetzt Genickbruch. Ja! Schön. Und bitte, lass gewinnen, lass gewinnen. Komm. Eins, zwei und drei. Komm. Ja, drei, ja! Und er fällt tiefer. Ich habe mir so eine geile Taktik ausgedacht und die hat funktioniert. Und dann doch nicht mehr. Die hat, ey, ich habe echt gedacht, ich hab geschlagen. Ich wollte dich anpacken und du hast jedes Mal, bin ich in deine Beine reingelaufen und dann habe ich mir nur Kuschelkopf machen sehen. Das war der Wahnsinn. Und du hattest zwei Finisher. Du hättest mir aus dem Leben leben können. Ja, und meine Finisher, die sind komisch einzusetzen von dem Brian Pillman. Da musste ich nämlich erst in die Seile hängen und dann kann ich das machen. Absolut sinnlos. Wahnsinn. Aber ich war trotzdem ein tolles Match und den Typen, ich bin froh, dass ich den behalten habe, weil der gefällt mir. Und vielleicht kann ich in der zweiten Runde ja dann endlich mal meinen Beintornado einsetzen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich würde sagen, oder hast du noch irgendwas, eine Anmerkung, irgendwas zu sagen? Nee. Ich komme aus meinem Loch nicht raus. Gut, dann würde ich sagen, Freunde, dann lasst uns doch bitte einen Daumen oben da. Schaut bei Gamercheck LP auf dem Kanal mal vorbei. Bei mir Revano LP. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es heißt WWE 2K16 Turnier. Ciao. Heißt dann. Tschüss.